Hallo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video stelle ich euch eine Lidschattenpalette von Catrice vor, und zwar die Professional Artist Eyeshadow Palette. Viel Spaß beim Anschauen! Heute geht es um die Catrice Professional Artist Eyeshadow Palette. Aussehen tut das Ganze so. Jetzt quasi so eine Plastikverpackung, also einfach schwarz Plastik mit so einem durchsichtigen Dingens drauf. Catrice könnt ihr natürlich überall in der Drogerie kaufen. Hat jetzt, wie gesagt, keinen Spiegel drin. Finde ich jetzt auch okay so. Das sind jetzt quasi die Lidschatten. Ich werde jetzt einfach swatchen, und zwar von links nach rechts und von oben nach unten. In der ersten Reihe, dem ersten Lidschatten, der fühlt sich sehr pudrig an. Nehmen wir mal, das sieht man auf meiner Haut eher wenig. Zum Glück sieht in die Kamera so ein bisschen. Das ist immer das einzige Glück, das man dann hat, dass die Kamera das besser sieht, als man es selber sieht. Ich finde es aber schön. Es sind so sehr neutrale Töne, die könnt ihr dann einfach, die sind auch alle matt, sehe ich gerade, könnt ihr dann quasi als Base verwenden. Seht ihr das? Also, ich schau mal. Also, da ist ein Lidschatten. Da, da. Da ist auch einer. Den seht ihr jetzt zum Beispiel gar nicht. Wäre für mich die perfekte Base, weil da ganz mein Hautton ist. Und der ist so ein bisschen goldrosa. Falls ihr euch wundert, dass ich jetzt überhaupt nichts gemacht habe, ich hatte die Grippe und man hört es, glaube ich, noch, meine Atemwege sind total zu. Und ja, da habe ich einfach keine Videos gemacht. Ich hatte das Zeug dann irgendwie so rumliegen. Ich mache jetzt die zweite Reihe, weil die Farbe ist schön. Mir gefallen die immer so, diese rosa mit Goldschimmern drin. Also mir gefallen generell alle Farben, die immer so einen zweiten Ton mit drin haben. Also das Matte, das funktioniert nicht gut. Dieser matte Ton, der funktioniert nicht gut. Die anderen sind schimmrig, die funktionieren natürlich wieder. Aber manchmal will man ja auch einen matten Ton haben. Dann wird die Sache immer schwierig. Ja, super, der geht nicht runter. Also der rote geht nicht von meiner Haut runter. Sowas mag ich auch überhaupt nicht. Also es kommt manchmal bei einem, gerade bei den billigen Paletten kommt es einfach vor, dass die Rottöne nicht mal von der Haut gehen. Ich weiß nicht. Sorry, da rinnt mein Auge wieder. Das tut übrigens nicht weh. Dass die Rottöne bei den billigen Paletten nicht mehr runtergehen. Ich weiß, ich müssen die, damit es günstiger ist, irgendwas Komisches reinpumpen, damit es nicht mehr runtergeht. Das ist jetzt übrigens die zweite Reihe. Ah, die dritte Reihe. Ich bin auch schon durcheinander. Die sehen eigentlich gleich aus. Ich meine, die sehen in der Palette schon fast gleich aus. Wozu gibt man da beide rein? So. Dritte Reihe. Ja, diese zwei, das war jetzt irgendwie unnötig, beide reinzugeben. Die sehen, ich zeige es euch jetzt nochmal, die sehen in der Palette schon quasi gleich aus. Es hätte wirklich nicht Not gehabt, beide Goldtöne reinzugeben. Finde ich persönlich. Aber irgendwer wird sich hoffentlich irgendwas dabei gedacht haben. Man weiß es nicht so genau. Es ist halt, für mich ist es eher schade, auf meiner Haut wird man den Unterschied zwischen den Zweien überhaupt gar nicht sehen. Also, wenn ich die beide verwende, dann ist das für die Katz. So, jetzt kommen wir zur finalen letzten Reihe. Also die matten Töne sind immer sehr pudrig und die schimmrigen sind natürlich eher so cremig. Wobei hier nur ganz wenig Schimmer drin ist.
Zum Pflaumenton, das ist aber sehr schön. Finde ich sehr gelungen. Muss man aber, also dann drauf, ein bisschen aufbauen. Ja, aber es geht. Es geht immerhin. Er schmiert dann nicht. Also ich finde diesen Pflaumenton super. Ich finde auch den sehr schön. Es ist auch dieser Goldschimmrig ist sehr schön. Was ich auch recht gelungen gefunden habe, war dieser Grünton vorher. Es ist nur so, grün steht mir überhaupt nicht. Also ich habe zwar grüne Augen und man sagt, okay, man kann in derselben Farbe auch Lidschatten auftragen, aber ich sehe total krank aus, wenn ich einen grünen Lidschatten trage. Und man will ja eigentlich, man schminkt sich ja eigentlich, um gut auszusehen und nicht um krank auszusehen. Ihr hört, ich bin so verklebt von meiner Grippe vorher. Gut, so viel zur Palette. Ihr habt sie gesehen. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wie viel die kostet. Keine Ahnung, aber die sind normalerweise nicht besonders teuer, die Catrice-Paletten. Finde es jetzt nicht so schlecht. An und für sich vor allem, weil viele matte Töne drin sind. Also es sind wirklich viele, viele matte Töne verhältnismäßig. Finde es eigentlich ganz gut. An dieser Stelle möchte ich euch nochmal bitten, abonniert meinen Kanal, bitte. Ich bin eigentlich noch gar nicht so lange auf YouTube. Ich habe auch noch nicht viele Follower und so. Schreibt mir Kommentare in die Kommentarbox, damit ich einfach mal weiß, mache ich meine Sache gut, mache ich sie schlecht, bin ich irgendwie doof. Und ansonsten, sobald ich die Palette ausprobiert habe, ich habe jetzt wie gesagt nicht so die Zeit gehabt, diese Sachen alle auszuprobieren, schreibe ich euch was in die Infobox oder ich mache ein Video oder keine Ahnung. Und ja. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!